Gerade in der dritten Welle hat sich gezeigt, dass wir durch das massive Testen, das ja zu Beginn auch von vielen in Frage gestellt worden ist, nicht nur einen besseren Infektionsgeschehensüberblick haben konnten, sondern es ist auch gelungen, Infektionsketten zu durchbrechen und so eine stärkere Ausbreitung zu verhindern. Durch intensives Testen sind natürlich die 7-Tages-Inzidenzen, die Ansteckungszahlen oft höher, aber das, was ja wirklich zählt, ist die Zahl der Toten, die Zahl der schweren Verläufe, die Zahl der Hospitalisierten. Und da merken wir auch im Vergleich mit unseren Nachbarländern, dass diese intensiven Testungen, aber sicherlich auch die FFP2-Masken eine Wirkung gezeigt haben. Insofern bin ich nicht nur froh, dass wir in 6 Bundesländern einen Lockdown verhindern konnten, 3 Bundesländer diesen jetzt zwar hatten, aber auch schon wieder verlassen konnten, sondern ich bin vor allem sehr optimistisch für den 19. Mai. Wenn sich die Ansteckungssituation weiter so entwickelt, und davon ist aus heutiger Sicht auszugehen, dann haben wir eine perfekte Ausgangsbasis für die Öffnungen am 19. Mai. Wir haben Gott sei Dank mit den Tests und mit den FFP2-Masken sehr wirksame Tools. Wir haben durch den steigenden Impffortschritt eine immer stärkere Sicherheit und einen immer stärkeren Schutz für die vulnerablen Gruppen. Und wir haben natürlich auch saisonale Effekte, die bei Pandemien, bei Viruserkrankungen definitiv eine Rolle spielen. Was mich sehr positiv stimmt, ist auch der Impfturbo, der Impffortschritt. Sie wissen, wir können im Moment über 50.000 Menschen pro Tag impfen. Wir werden im Juni noch mehr Menschen impfen können. Wir haben bald 2,5 Millionen Menschen, die zumindest eine erste Impfung erhalten haben. Nach Alterspyramide vorzugehen, hat sich als richtig herausgestellt, die älteren Menschen zuerst zu schützen, hat sich als richtig herausgestellt, nicht nur, weil wir bei diesen Menschen dann einen schweren Verlauf oder Todesfälle verhindern können, sondern weil das natürlich auch zu einer Entlastung der Intensivstationen führt. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Ansteckungszahlen sinken, genauso schaut es in den Spitälern aus, die Zahl der Hospitalisierten, die Zahl der Intensivpatienten, die geht zurück. Das ist auch logisch, denn die größte Gruppe waren dort immer die über 65-Jährigen und bei den über 65-Jährigen haben wir mittlerweile eine Durchimpfungsrate deutlich über 2/3, in einigen Bundesländern sogar schon über 70%. Das heißt, die Menschen wollen sich impfen lassen, die Menschen wollen sich schützen lassen, die Impfung wirkt, sie verhindert schwere Verläufe und sie rettet Leben und sie ist, wie auch immer prophezeit, unser Ticket zurück zur Normalität. Wir werden daher mit 19. Mai umfassende Öffnungsschritte setzen können, mit Sicherheitsstandards, mit Vorsichtsmaßnahmen, mit Maske, mit Tests, mit Abstandsregelungen, damit wir hier weiterhin vorsichtig und behutsam vorgehen. Aber wenn alle mitmachen, wenn jeder seinen Beitrag leistet und wir uns gemeinsam an diese Standards halten, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir die Öffnungsschritte in geplanter Art und Weise durchführen können und dann in Richtung Sommer auch schrittweise mit entsprechendem Impffortschritt die Sicherheitsstandards herunterfahren können. Das ist nicht nur für unsere aller Lebensqualität entscheidend, sondern das ist auch ganz positiv für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass natürlich mit entsprechenden Öffnungsschritten die Arbeitslosigkeit sinkt, mehr und mehr Menschen wieder in Beschäftigung zurückkehren können. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, das von der Regierung gesetzte Ziel zu erreichen, dass wir bis zum nächsten Jahr 500.000 Menschen wieder in Beschäftigung bringen und somit das gewährleisten, was ganz wichtig für eine Gesellschaft ist, nämlich dass Menschen arbeiten gehen können, für sich selbst und für ihre Familien sorgen können und ein selbstbestimmtes Leben in einem wirtschaftlich erfolgreichen Land mit hoher Lebensqualität führen können.